Während zwei Wochen verkommt das Forstrevier Simplon Süd Unterstützung von den Lehrlingen von der Firma Pilatus Aircraft zu Stanz. Während der Zeit leben und arbeiten AG und Flugzeugtechniker, Polymechaniker, Apparatenbauer, Informatiker, Logistiker, KV-Mitarbeiter und Kunststofftechnologen auf der Südseite vom Simplon. Sie alle bauen sonst der Flugzeug, für einmal helfen sie jetzt den Förster Wanderwege zu flicken. Das Ziel, das dahinter steckt, die Firma Pilatus Aircraft zu Stanz ist eine so grosse und vereint so häufige Berufe unter sich, dass sich so viele Lehrlinge gar nie sehen. Mit dem Zusammenarbeiten und Zusammenwohnen auf dem Simplon sollen sich die Lehrlinge besser kennenlernen. Der Peter Weber, Lehrmeister bei der Pilatus Aircraft zu Stanz, erklärt, wie es zur Zusammenarbeit zwischen dem Flugzeughersteller und dem Forstrevier Simplon Süd ist gekommen. Das ist schon eine langjährige Zusammenarbeit, die wir haben mit dem Wallis haben. Und wir kommen jetzt seit x Jahren schon daher. Wir sind ursprünglich in Gondo schon gewesen. Das ist wirklich eine langjährige Zusammenarbeit, die wir pflegen und auch weiterhin wieder kommen, wenn das geht. Die Lehrlinge von der Pilatus Aircraft Stanz sind aber nicht nur am Arbeiten. Das Team kann man auf andere Art und Weise stärken. Wir teilen die zwei Wochen aufteilen in zwei Gruppen. Jeweils eine Gruppe mit 30 Lernenden sind in einer Woche da. Und nach dem Arbeiten am Abend haben wir zweimal einen Spielabend, den wir machen. Mittwochnachmittag haben wir frei. Dann gehen wir eventuell auf die Brücke baden, wenn das Wetter schön ist. Also sonst können die Lehrlinge ein bisschen ausruhen da. Und am Donnerstagabend haben wir dann mit dem Forst zusammen ein Raclette essen, das auch jedes Jahr eigentlich gut ist. Aber viel Power haben wir nicht mehr nach dem Arbeiten. Es ist streng. Obwohl das sich die Lehrlinge und auch die Lehrmeister vom Flugzeughersteller nicht gewöhnt sind, im Wald zu arbeiten, kommen wir gut vorwärts, meint der Peter Weber. Die Förster müssen halt erklären, was zu tun geben. Geht das Flicken oder das Anlegen von einem neuen Wanderwegverlauf gegen den Teilnehmer gut von der Hand. Ein Bild, das der Marco Gerold, der Revierförster und Betriebsleiter vom Forstrevier Simplon Süd, bestätigt. Also die Arbeit kann man ganz sicher sehen. Also wir können sagen, die Leute sind auch motiviert, etwas zu machen. Für sie ist das etwas anderes. Und wenn man so zusammen etwas machen kann, sind die auch sehr zufrieden und die Qualität ist sehr gut. Ja. Die sind sehr motiviert, vor allem natürlich so wie heute, wenn das Wetter stimmt. Das macht natürlich Hilfe aus. Und wie gesagt, etwas anderes machen die. Und klar, ich habe einander ein mit einstellen, das ist auch etwas anderes. Und die Motivation ist ganz sicher da, vielleicht im Verlauf am Tag, wo du vielleicht ein bisschen müde kommst und nimmt die Arbeit vielleicht wieder ein bisschen ab, aber das ist auch nicht das Ziel, das ist voll durchkrampfend. Der Marco Gerold ist also zufrieden mit der Arbeit von rund 25 Lehrlingen aus dem ersten und zweiten Lehrjahr. So erstaunt es euch nicht, dass das Forstrevier Simplon Süd froh und dankbar für die Hilfe ist. Die Unterstützung ist sehr wichtig, also wir schätzen das. Vor allem, wenn man eben mit 25, 30 Leuten in den Einsatz gehen kann, bringt man schon etwas anderes ab, anstatt wenn es nur wir Sext wären, kann man schon andere Projekte realisieren. Und selbstverständlich profitiert die ganze Region von dem. Dass die Lehrlinge von der Pilatus Aircraft Stanz tatsächlich schaffend und vorwärts kommen, kann man momentan auf den Wanderwagen vom Zwischbergental anschauen. Was den Lehrlingen dabei besonders gefällt, ist der Fortschritt, den man schon bald einmal auf dem Waldboden sieht. Aber wir haben vor allem ein neues Wegtrasse nachgegrabt. Vor allem der alte Weg war teilweise ein bisschen steil angelegt. Und jetzt hat man mit Hilfe von diesen Lehrlingen ein neues Wegtrasse nachgegraben. Das waren vor allem Grabarbeiten, wo man neue Kurven und so nachgegraben hat. Nach der ganzen Arbeit hat das Team von der Pilatus Aircraft natürlich einmal eine Pause verdient. Richtig gut arbeiten kann man halt nur, wenn man ausgeruht ist. Auch eine kleine Stärkung zwischendurch darf nicht fehlen und gibt Kraft für neue Taten. Die Arbeit der Lehrlinge ist schon sofort von Wanderern bemerkt und bewertet dich. Naturfreunde haben sich zufrieden mit dem neuen Verlauf am Wanderweg im Zwischbergental gezeigt. Aber auch den Lehrlingen selber gefällt ihre Arbeit. Ja, es gefällt mir eigentlich gut. Ich bin gerne in der Natur draussen. Ja, ich finde es schön. Ja, ist mal etwas anderes, wenn man nicht die ganze Zeit in der Werkstatt drin ist. Man ist jetzt hier in der Natur raus und man spürt ein bisschen den Höhenunterschied. Es ist sehr streng, aber es ist schön und man ist immer in der Natur raus und das gefällt mir. Ja, wir sind meistens drinnen also auf jeden Fall und haben Maschinenarbeit. Und hier ist es halt einfach so, dass man die ganze Zeit draußen ist. Und ja, ist etwas anderes. Da kann man gerade sinnen und arbeiten, das ist auch gut.
Schön ist aber natürlich auch das Programm nebst dem Arbeiten. Ja, noch gibt es mal zum Mittag. Und dann gehen wir dann mal um 5 Uhr heim. Und dann gibt es um 6 Uhr zur Nacht. Und dann gibt es eine Spielrunde oder sonst ein bisschen Zusammenhocken. Auf jeden Fall haben die Lehrlinge bei und neben der Arbeit einen Haufen Spass. Finanziert haben das Ganze übrigens die einzelnen Leistungsträger, die profitieren. Will heissen, von einem neuen Wanderweg profitiert in erster Linie der Tourismus. Also zahlt der Tourismusverein die anfallenden Kosten. Bei anderen Arbeiten profitiert eher das Forstrevier und übernimmt darum auch die Kosten. Daneben bekommen die Lehrlinge natürlich von der Pilatus-Aircraft der Stanz noch ihren Schlohn gezahlt. Bei der ganzen Geschichte entsteht durchaus eine Win-Win-Situation. Die Lehrlinge lernen sich besser kennen, kommen einmal aus den Büros, der Werkstatt und Produktionshalle raus und verbringen ihr Ziel in der Natur. Daneben profitieren ganze Regionen von ihrer Arbeit. Ein Beispiel, wie die Zusammenarbeit zwischen eigentlich ganz unterschiedlichen Branchen trotzdem für alle Beteiligten einen Gewinn bringt.